Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz und dem Sozialpaket 2 will der Bundestag die Folgen der Corona-Krise abfedern. Das sind die wichtigsten Beschlüsse. Wer wegen der Corona-Krise maximal 50% arbeitet, bekommt bis zum Jahresende mehr Kurzarbeitergeld. Künftig werden ab dem vierten Monat 70% des entgangenen Nettolohns ersetzt, statt bisher 60. Ab dem siebten Monat steigt der Satz auf 80%. Für Eltern erhöht sich die Leistung auf 77 bzw. 87%. Wer in Kurzarbeit ist, darf außerdem Geld dazu verdienen, bis zur vollen Höhe des Monatseinkommens ohne Kurzarbeit. Kassen zahlen den Beschäftigten in der Pflege wegen der Corona-Belastungen eine Prämie von bis zu 1.000 Euro. Die Kassen bekommen dafür einen Zuschuss vom Bund. Der Versicherungsschutz für Arbeitslose wird verbessert. Kinder und Schüler, die auf existenzsichernde Leistungen angewiesen sind, sollen trotz geschlossener Kitas und Schulen weiter ein warmes Mittagessen erhalten. Das Bundesgesundheitsministerium kann die gesetzliche Krankenversicherung dazu verpflichten, Tests auf das Coronavirus grundsätzlich zu bezahlen, auch dann, wenn jemand keine Symptome zeigt. Im Umfeld besonders gefährdeter Menschen, etwa in Pflegeheimen, soll verstärkt getestet werden. Labore müssen künftig auch negative Testergebnisse melden. Zudem müssen Gesundheitsämter es fortan mitteilen, wenn jemand als geheilt gilt. Die Daten werden anonymisiert an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Der Bund unterstützt die 375 Gesundheitsämter mit 50 Millionen Euro, um deren Digitalisierung voranzubringen. Privatkrankenversicherte, die vorübergehend hilfebedürftig werden und in den Basistarif wechseln, können ohne erneute Gesundheitsprüfung in ihren Ursprungstarif zurückwechseln.